Heat Mining, was in etwa Wärmebergbau genannt werden kann, wodurch in einem einfachen Prozess auf der Grundlage von Wasser massive Mengen sauberer Energie erzeugt werden kann. 2006 fand ein MIT-Report über Geothermie heraus, dass aktuell 13.000 Zettajoule, das sind 13.000 Milliarden Joule an Geothermie-Kraftwerken in der Erde verfügbar wären, mit der Möglichkeit 2000 Zettajoule mit verbesserter Technologie spielen einfach anzuzapfen. Der gesamte Energieverbrauch aller Länder dieser Erde beträgt etwa ein halbes Zettajoule pro Jahr. Das bedeutet, man könnte sich für etwa 4000 Jahre planetarische Energie allein aus diesem Energieträger zunutze machen. Und wenn wir verstehen, dass die Wärmeerzeugung der Erde beständig erneuert wird, ist die Energie wirklich grenzenlos. Sie könnte für alle Zeiten genutzt werden. Diese Energiequellen sind nur ein paar der sauberen erneuerbaren Energien, die verfügbar sind. Und mit der Zeit werden wir mehr finden. Die große Erkenntnis ist, dass wir einen Überfluss an Energie besitzen, ohne Umweltverschmutzung, traditionelle Erhaltung oder in der Tat ein Preisschild. Und was ist mit dem Transport? Die üblichen Transportmittel in unseren Gesellschaften sind Autos und Flugzeuge. Beide brauchen überwiegend fossile Brennstoffe, um zu funktionieren. Der Fall der Kraftwagen. Die Batterietechnologie, die man braucht, um ein elektrisches Auto auf über 160 Stundenkilometer anzutreiben, für mehr als 320 Kilometer pro Aufladung existiert und existiert schon seit vielen Jahren. Aber wegen Batteriepatenten, die von der Ölindustrie kontrolliert werden, was ihr Vermögen, Marktanteile zu erhalten, einschränkt, gekoppelt mit politischem Druck von der Energieindustrie, ist die Bezahlbarkeit und Zugänglichkeit dieser Technologie begrenzt. Außer rein korrupten Profitinteressen gibt es absolut keinen Grund, warum nicht jedes einzelne Fahrzeug auf der Welt elektrisch sein sollte. Vollkommen sauber, ohne Benzin. Was Flugzeuge betrifft, ist es Zeit zu realisieren, dass dieses Verkehrsmittel ineffizient, sperrig und langsam ist und es verursacht zu viel Umweltverschmutzung. Das ist eine Magnetschwebebahn. Diese benutzt Magnete für den Antrieb, der wiederum gänzlich einem magnetischen Feld ausgesetzt ist und benötigt weniger als 2% der Energie, die für Flugzeugreisen benutzt werden. Der Zug hat keine Räder, sodass nichts abgenutzt werden kann. Die derzeitig maximale Geschwindigkeit von Versionen dieser Technologie, wie sie in Japan benutzt wird, beträgt 361 Kilometer pro Stunde. Diese Version ist aber sehr veraltet. Eine Organisation namens ET3, welche Verbindungen mit dem Venus-Projekt hat, hat eine röhrenbasierte Magnetschwebebahn hergestellt, die bis zu 6400 Stundenkilometern erreicht, und zwar in einer bewegungslosen, reibungsfreien Röhre, die über Land und unter Wasser gehen kann. Stell dir vor, du fährst in einer ausgedehnten Mittagspause von LA nach New York oder von Washington nach Beijing in 2 Stunden. Das ist die Zukunft des kontinentalen und interkontinentalen Reisens. Schnell und sauber, mit nur einem Bruchteil des Energiebedarfs, den wir heute für den gleichen Zweck nutzen. In der Tat, dort es mit der Magnetschwebetechnologie, hochentwickelter Batteriespeichern und geothermaler Energie keinen Grund geben, jemals wieder fossile Brennstoffe zu nutzen. Und das könnten wir schaffen, wenn wir nicht von der lähmenden Profitstruktur zurückgehalten werden würden. Nun neigt sich Amerika dem Faschismus entgegen. Es hat durch ihre dominante Philosophie und Religion einen Hang zu faschistischen Ansichten. Die amerikanische Industrie ist im Wesentlichen eine faschistische Institution. Wenn man das nicht versteht, wacht man, sobald man auf den Wecker geschlagen hat, in einer Diktatur auf. Wir tendieren zu der Auffassung, nach der Arbeit wertvoll ist. Ich sehe sie als bezahlte Sklaverei. Ihr wurdet dem Glauben erzogen, dass man sich das Leben im Schweiße des Angesichts verdienen soll. Das hält die Leute zurück. Wenn man die Leute befreit von Fronarbeit, repetitiven Jobs, die sie zu Ignoranten machen, raubt man sie aus. In unserer Gesellschaft, einer ressourcenbasierten Wirtschaft, befreien Maschinen die Menschen. Man sieht, dass wir uns das nicht vorstellen können, weil wir diese Art von Welt niemals kennengelernt haben. Wenn wir in die Geschichte zurückblicken, sehen wir ein sehr klares Muster. Nachdem maschinelle Automation langsam menschliche Arbeit ersetzt, vom Verschwinden des Fahrstuhlboys bis zur nahezu vollständigen Automation einer Autoproduktionsanlage. Tatsache ist, in dem Maß, in dem sich die Technologie entwickelt, wird sich die Notwendigkeit von Menschen im Personalbestand kontinuierlich verringern. Dies verursacht eine schwerwiegende Kollision, die die Falschheit des geldbasierten Arbeitssystems beweist, weil die Arbeitsplätze der Menschen im direkten Wettbewerb mit der technologischen Entwicklung stehen.
Daher werden die Menschen angesichts der grundsätzlichen Priorität des Profits mit der Zeit fortwährend entlassen und durch Maschinen ersetzt. Wenn die Industrie Maschinen einstellt, verringern sie den Personalbestand, anstatt den Arbeitstag zu verkürzen. Also hat man das Recht, Angst vor Maschinen zu haben. In einer hochtechnologisierten, ressourcenbasierten Ökonomie ist es noch skeptisch beurteilt zu sagen, dass etwa 90% aller derzeitigen Erwerbstätigkeiten durch Maschinen erledigt werden können. Sie würden die Menschen befreien, ihnen ein Leben ohne Knechtschaft ermöglichen. Denn dies ist die Hauptsache von Technologie selbst. Und mit der Zeit ist es, mit Nanotechnologie und anderen hochentwickelten Formen der Wissenschaft, nicht weit hergeholt, dass selbst komplexe medizinische Prozeduren ebenso durch Maschinen verrichtet werden könnten. Und zwar basierend auf Mustern mit viel höheren Erfolgsquoten, als Menschen heutzutage erreichen. Der Weg ist klar, aber unsere auf Geld basierende Struktur, die Arbeit für Einkommen benötigt, blockiert diesen Fortschritt. Denn die Menschen brauchen Arbeit, um zu überleben. Der Schlüssel zum Erfolg ist die Abschaffung des Systems, sonst werden wir niemals frei sein und die Technologie wird fortwährend gelähmt bleiben. Wir haben Maschinen, die Kanäle reinigen und die Menschen von dieser Arbeit befreien. Also schaut auf die Maschinen als Erweiterungen menschlicher Arbeitsleistung. Des Weiteren gibt es heute viele Berufsstände, die in einer ressourcenbasierten Ökonomie keine Basis für ihre Existenz haben. So zum Beispiel alles, was mit Geldmanagement zu tun hat. Werbung zusammen mit dem Rechtssystem selbst. Denn ohne Geld würde ein Großteil der Verbrechen, die heute begangen werden, niemals auftreten. Nahezu alle Formen von Verbrechen sind Konsequenzen des Geldsystems. Entweder direkt oder durch Neurosen, die durch Geldmangel entstanden sind. Daher könnten vielleicht Gesetze selbst aussterben. Anstatt ein Schild aufzustellen, Achtung, Rutschgefahr bei Nässe, nutzt man auf den Straßen einen groben Fahrbahnbelag, damit es bei Nässe nicht rutschig ist. Und wenn jemand betrunken in ein Auto steigt und ein Auto sehr stark in Schwanken gerät, könnte es ein kleines Pendel geben, das rauf und runter schwingt, um das Auto zurück auf die Bahn zu bringen. Kein Gesetz, eine Lösung. Baut Sonare und Radare in ein Auto ein, sodass sie nicht zusammenstoßen können. Zivilisationsbedingte Gesetze sind Versuche, mit auftretenden Problemen fertig zu werden. Wenn sie die Lösung nicht wissen, machen sie ein Gesetz. In den USA, den am stärksten privatisierten kapitalistischen Land auf dem Planeten, sollte es keine Überraschung sein, dass es auch die größte Population von Häftlingen in der ganzen Welt hat. Und sie wächst jedes Jahr. Statistisch gesehen sind die meisten dieser Leute ungebildet und stammen aus armen, sozial benachteiligten Teilen der Gesellschaft. Und entgegen der Propaganda ist es die Konditionierung durch die Umwelt, die sie zu ihrem kriminellen und gewalttätigen Verhalten leitet. Die Gesellschaft jedoch schaut weg, was diesen Punkt betrifft. Die Gesetzes- und Gefängnissysteme sind nur noch mehr Beispiele dafür, wie es unsere Gesellschaft vermeidet, sich die Wurzeln des Verhaltens anzusehen. Milliarden werden jedes Jahr für Gefängnisse und Polizei ausgegeben, während nur ein Bruchteil für Programme gegen Armut aufgewendet wird, eine der fundamentalsten Einflussgrößen für die Entstehung von Verbrechen. Und solange wir ein ökonomisches System haben, das Knappheit und Mangel bevorzugt, ja vielmehr produziert, wird es immer Verbrechen geben. Wenn die Leute Zugang zu den Lebensnotwendigkeiten hätten, ohne Knechtschaft, Schulden, Tausch, Handel, würden sie sich ganz anders verhalten? Ihr wollt, dass alle diese Dinge ohne ein Preisschild verfügbar sind? Nur dann, wenn es keine Preisschilder gibt, was wird die Leute dann motivieren? Wenn jemand alles bekommt, was er will, wird er nur noch in der Sonne herumliegen? Das ist der Mythos, den sie endlos fortsetzen. Denn Menschen in unserer Kultur sind darauf trainiert zu glauben, dass das Geldsystem Anreize produziert. Wenn sie Zugang zu den Dingen hätten, warum sollten sie irgendetwas tun? Sie würden ihren Ansporn verlieren. Das ist es, was euch beigebracht wird, um das Geldsystem zu stützen. Wenn man das Geld aus dem Szenario herausnimmt, wären da andere Anreize, ganz andere Anreize. Wenn die Menschen Zugang zu den Notwendigkeiten des Lebens hätten, würde sich ihr Antrieb verändern. Was ist mit dem Mond und den Sternen? Neue Motive würden erwachen. Wenn du eine Zeichnung machst, an der du dich erfreuen kannst, wirst du es genießen, sie anderen Menschen zu geben, nicht zu verkaufen.
Ich denke, der Großteil der Ausbildung, die ich heute